Ja, hallo, liebe Freunde. Es hat etwas gedauert. Ja, das ist jetzt tatsächlich meine neue Wohnung wieder. Ich habe hier immer noch ein paar altmodische Kopfhörer, wie man sieht. Liegt auch daran, dass jetzt natürlich zu Zeiten des nächsten Lockdowns wenig gekauft werden kann. Meine Universität beginnt bald wieder in Wien. Was ich jetzt gerne tun möchte, ist zu erklären, wie genau eben für mich jetzt, weil das wahrscheinlich das Thema war, dass eben meine besten Freunde auch, die diese alten Videos auch gesehen haben, am meisten interessiert hat, ist, was eben auch einen Autisten eben noch im Leben schwerfällt. Also was genau ist es, das wirklich bei einem autistischen Menschen oder bei Menschen mit einer offiziell geistigen Beeinträchtigung, die ja sowieso eigentlich relativ ist, weil sie ja keine echte ist, wie man sicher weiß und so weiter und so fort, bla bla bla, was da wirklich Probleme macht. Naja, um ganz ehrlich zu sein, muss man zunächst mal eine Sache wissen. Eigentlich habe ich satt, dass ich dann mal sagen muss, es ist irgendeine Beeinträchtigung oder Behinderung. Ich meine, natürlich, es stimmt, rein medizinisch gesehen ist es ja ohnehin eindeutig. Aber man muss ja verstehen, dass das Ganze nicht nur wirklich manchmal verletzend sein kann, sondern die Frage ist ja, wer leidet denn darunter eigentlich? Ich meine, ich gebe zu, ich verwende die Sätze auch immer, aber rein praktisch gesehen, philosophisch gesehen, wer ist denn da der Autist? Ich weiß nicht genau. Kann man betrachten, wie man will. Jedenfalls ist es natürlich dadurch quasi vorprogrammiert, dass Konflikte immer wieder auftauchen. Und ich weiß, dass Menschen natürlich gerade in unserer Welt, wo sehr, sehr häufig alleine eben autistische Symptome vorkommen, aber auch auf der anderen Seite gewissermaßen so dieses menschliche Unverständnis vorkommt, ja, dass es gerade hier wichtiger ist, als man denkt, dass man einfach einen gewissen gemeinsamen Kontext findet, dass man natürlich miteinander auskommt und dergleichen. Bei mir ist das gerade deswegen sehr aktuell, weil ich ja jetzt gerade nach meinem Umzug dabei bin, eher mich von meiner Familie etwas mehr zu distanzieren, wo ich vielleicht etwas mehr für mich bin und so weiter. Und meine Mutter ist halt jemand, die extrem stark klammert. Sie hat ja immer so starke Affekte, beispielsweise gerade, wenn es darum geht, dass man halt nicht loslassen kann, ist auch klar. Bei Müttern ist das oft so. Aber das wirklich Interessante ist eher auch so dieses Alltägliche. Also was genau sind denn bei mir für Schwierigkeiten aufgefallen? Nun, eigentlich beginnt es, Punkt 1, schon mal beispielsweise eben bei dem, was man sicher bei mir auch gesehen hat. Einige meinen, ich sei monoton oder würde nur diese eine Stimmlage kennen. Dabei habe ich ja ganz viele andere. Ja? Nein, das ist nicht das Symptom, das andere. Wenn man sich zum Beispiel die Stimme des Menschen anhört, ja, dann wirkt die auf dem wirklich immer so monoton und auch die Bewegung teilweise. Und mein ADHS wurde dann ja das zweite Beispiel war. Also da sieht man, da vermischen sich oft viele Dinge, ganz verschiedener Natur. Aber eben, was ich damit ausdrücken will, ist, der Standard geht eher in die erstere Richtung. Also man wird betrachtet wie eine Art Roboter, der quasi am Fordianischen Fließbandprinzip gleich immer die gleichen Sätze so und so und so und so und so wiedergibt. Was dabei aber leider oft übersehen wird, ist, dass man entweder einfach oft nicht genau zuhört, wenn bereits unterschwellig zum Beispiel Zorn durch den Autisten ausgedrückt wird, wenn es brodelt in einem. Oder auch beispielsweise Freude über ein Ereignis. Ja? Wo man eigentlich versucht, schon quasi zum Beispiel höher zu sprechen, so und so zu sprechen und so weiter, weil man es gewohnt ist. Oder aber es liegt daran, dass wir uns oft anders wahrnehmen. Wir fühlen ja in dem Moment vielleicht, ja, zu den Gefühlen komme ich später auch noch. Da fühlen wir ja natürlich oft dann bereits schon, was wir sagen wollen. Ja? Also wir fühlen zum Beispiel solche Bewegungen, die wir gerne machen wollen, zum Beispiel um uns zu entspannen, das sind dann auch, weil ich Bewegung erwähnt habe, auch wiederum solche Monotonien, die hier vorkommen. Ich beispielsweise habe das jetzt gemacht, um das natürlich vorzuführen. Ich habe das jetzt gemacht, um damit zu zeigen, wir haben auch unsere Bewegungsstereotypien und das verbindet sich mit der Stimmlage. Ja? Das heißt, man stelle sich beispielsweise vor, wir haben da jetzt jemanden, der eben gerade, sagen wir, in Lotto und Jackpot gewonnen hat. Ja? Und dann sitzt er da und spricht die ganze Zeit nur so, und das ist also der Lottoschein. Und ich habe das geschafft. Und das ist so. Das sind die Dinge, die oft völlig falsch interpretiert werden. Und das macht es eben extrem schwierig. Wir wissen schon, was wir sagen wollen in dem Moment. Wir wissen vielleicht sogar auch genau, was wir fühlen wollen. Aber es kommt beim anderen nicht an. Das heißt, das Wichtige kann natürlich sein, vielleicht, wenn jemand zum Beispiel bei Autismus betroffen ist, dass er zum Beispiel mehr vor dem Spiegel übt. Stimmtraining wäre auch eine Möglichkeit. Es reichen oft schon YouTube-Tutorials oder einzelne kleine Bücher darüber.
Man merkt eh oft, dass man oft automatisch, wenn man aufgeregt ist oder ängstlich ist, die Stimme erhebt. Man muss nur vielleicht bewusst ein bisschen modulieren. Also nicht einfach nur so voller Aufregung so sein, sondern eher so ganz bewusst so auf und runter modulieren, auch von der Stärke und Schwäche und so weiter. Das Gleiche gilt für Freude, für Trauer, für jede Emotion, damit es leichter fällt. Aber ich glaube, was eigentlich das zentrale Thema dabei ist, ist, dass es eher von den Empfängern ausgehen soll. Also das heißt quasi von dem Gegenüber. Wenn ein Gegenüber jetzt nicht in der Lage ist, sich natürlich auch flexibel beispielsweise auf diese Verhaltensweisen einzustellen, kann das sehr schwierig sein, dass jemand damit umgeht. Wie stellt man sich da denjenigen denn am besten vor, wenn man dann zum Beispiel Freundschaft sagen will und man bewegt sich nur so hin und her und dergleichen? Man kann sie ja nicht einfach immer unterlassen, wenn das Stereotypien sind. Denn der Punkt ist, diese Bewegungsstereotypien, darauf möchte ich jetzt auch noch eingehen, sind eben Punkt 2. Wir haben oftmals solche Dinge wie beispielsweise, so wie ich es hier gesagt habe, oder so ein Flattern zum Beispiel mit den Armen. Und manchmal kommen, wenn wir aufgeregt sind, auch bei ADHS und Tourette, die Dinge, die man oft auch bei mir so sieht, also einzelne Ticks dazu. Und das wirkt auch zu befremdlich, das erlebe ich oft bis heute, dass man hierbei nachgemacht wird. Ja? Und das ist halt ein ähnlicher Punkt auch, wo man einfach eigentlich zur selben Konklusion kommt. Also einerseits stellt sich oft die Frage, wozu braucht man das? Es ist eine Mischung aus Entspannung für das Gehirn und aus einfach auch Verarbeitung, Ausdrucksweise. Bei extremem Stress oder auch einfach bei Dingen, die jetzt ob positiv oder negativ zu viel auf einmal sind, die wirklich überhaupt im ersten Moment für das Hirn keinen Sinn ergeben, muss es diese Dinge quasi herunterladen. Es muss sich selbst neu aufladen. Andere Menschen haben aber auch ihre eigenen Marotten dabei. Sie verarbeiten es vielleicht anders und nicht immer auffällig, obwohl es ja wohl auch Menschen gibt, die beispielsweise Nägel beißen oder vielleicht sogar ein paar wie ich, die auf den Kugelschreiber zerkauen. Das sind dann halt nicht immer so starke Schäden am Schreibgerät, aber gut. Ja, das heißt, all diese Dinge kann man sich schon vorstellen, nur eben mit eher grobmotorischen Bewegungen, also einfach breiteren und größeren, anstatt eher immer nur rein feinmotorischen. Beziehungsweise selbst wenn es feinmotorisch ist, doch so dieses sehr, sehr subtile, also wie man es hier im Gesicht zum Beispiel sieht. Das ist nicht immer typisch. Aber deswegen also auch die Frage, woran kann es denn sonst noch liegen, wenn nicht an einem selbst? Naja, Menschen müssen sich natürlich erst daran gewöhnen, wenn sie hier einem Autisten gegenüberstehen. Was hier natürlich helfen kann, ist schon auch eine gewisse Einweihung, also quasi ein Einweihungsprozess, beziehungsweise gemeinsames Training zum Beispiel. Man muss aber hierzu auch noch einige weitere Sachen wissen. Und das gilt jetzt wieder für die autistische Seite. Denn beide Seiten müssen quasi Kompromisse schließen. Man stelle sich vor, ja, man hat jetzt zum Beispiel, sagen wir, einen Menschen kennengelernt, ja? Einen Menschen kennengelernt, der oft sieht, wie man solche Bewegungen macht. Oder auch Selbstgespräche. Das ist ein Punkt, der eigentlich auch darunter fällt, weil die Stimme ja auch oft hier ähnlich moduliert wird wie bei Selbstgesprächen. Ich mache das permanent. Einige dieser Autisten machen das auch auf der Straße oder stellen sich Figuren oft so sehr vor, dass sie, selbst wenn sie den Blickkontakt nicht halten, versuchen quasi innerlich zu kommunizieren. Und dann hört man auch leise so dieses Gerede oder manche machen das auch eher so öffentlich, manche brummen hin und her. Das ist bei mir natürlich auch mit diesem Tourette- und ADHS-Komplex in Verbindung, das ist klar. Aber viele machen es einfach auch ähnlich wie Schizophrene, weil ihre von der Vorstellung darauf beruht, dass innere Gefühle so wie Allegorien sozusagen Menschen wären oder dass sie einfach versuchen, die Gedanken selbst mit Gesprächen einzubremsen. Das mache auch ich in ähnlicher Form, das ist eigentlich auch etwas nicht so Ungewöhnliches. Jedenfalls sehen dann diese Leute, ja, wenn ihr sie kennenlernen wollt, und da gibt es unterschiedliche Situationen, das kann sowohl willkürlich sein, zum Beispiel in einer U-Bahn, als auch kann das sein, zum Beispiel, sagen wir, mehr oder minder gewollt. Zum Beispiel bei einem Kennenlerntreffen, also so wie zum Beispiel bei dieser Meetup-App. Kann ich übrigens empfehlen, keine Schleichwerbung oder so etwas, aber da gibt es bei der Meetup-App auch immer solche Kaffeetreffen beispielsweise. Hier würden sich solche Trainings auch anbieten. Wenn man hier ist und man fängt dauernd an, so hin und her zu ruckeln und eine Million dieser Dinge zu sagen, kann man jetzt wirklich erwarten, dass das Gegenüber sich sofort darauf einstellt? Eigentlich würde jeder sofort sagen, nein, natürlich nicht. Aber darin liegt das Problem. Und nicht nur bei Autisten, sondern bei Menschen per se. In unserem Inneren ist permanent, ja. Und da erinnere ich mich auch nicht sehr gern daran, denn da habe ich auch ziemlich negative Erfahrungen gemacht und
theoretisch ist diese Eigenschaft ja immer in uns. Da ist permanent so eine Ungeduld, da ist permanent so ein Stress. Wir wollen immer den Menschen gleich alles auf die Nase binden. Wir wollen, dass sie uns kennen. Wir wollen auch auf der anderen Seite, dass dieser Mensch offenbar ein normal wirkender Mensch sein muss, über den wir nicht sagen müssen, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat. Also quasi so hin und her. Und wir haben oft diese Geduld einfach nicht. Wir haben oft nicht diese Möglichkeit, dass wir uns deswegen zurückhalten. Vielleicht liegt aber auch hier der Hase im Pfeffer begraben. Vielleicht wäre genau dies der Weg eben, dass man es schrittweise angeht. Das ist nämlich der nächste Punkt, den ich bis heute, bis zu meinem heutigen Tag immer noch nutze. Und ich habe das Glück, dass ich darin auch jetzt besser geworden bin, beziehungsweise klüger bei der Kategorisierung von Personen. Weil ich auch eben einige Freunde habe, die quasi auch eine Art Trainer für mich darstellen. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt. Und das ist eine Form von Naivität, beziehungsweise einfach von falschen Theorien über Menschen oder einfach die unpassenden Einordnungen von Menschen in Gruppen. Das heißt, wenn man sich vorstellt zum Beispiel, ja, ich habe jetzt jemanden kennengelernt in einem Café, schreibt man diesen Menschen dann permanent und relativ oft und das schon sehr früh? Einige Menschen, die extrem anhänglich sind und vor allem Menschen wie zum Beispiel Autisten oder auch beispielsweise unter Umständen Borderliner, nur die natürlich aus ganz anderen Gründen zum Beispiel, wegen der Impulskontrolle und so weiter, ja, die würden ja vielleicht sagen, schon, ja. Aber der Rest der Menschen würde mit Sicherheit meinen, nein, darf man nicht. Erstaunlich ist aber, dass es dabei auch eben Menschen gibt, und dazu gehören eben auch Autisten oder auch allgemein Menschen mit Beeinträchtigung, und ich selbst inklusive bis heute, die einfach entweder schlicht und ergreifend nicht ertragen können, wenn sie nicht gehört werden und vor allem, wenn man jetzt jemanden Neuen kennengelernt hat und man hat quasi schon entweder Flugzeuge im Bauch oder einfach so ein so riesige, weit aufgerissene Augen, wenn man sich fragt, wer ist der Mensch eigentlich? Was tut dieses etwas? Ja, und man will sich da austauschen. Und dann kommt es vor, dass man in 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, ich sage immer so oft schreit, ich habe das Gott sei Dank auch nicht so gemacht, aber es gibt solche Beispiele, oder selbst wenn man sagt, alle 2 bis 3 Tage, das kann ein richtiger Abstand sein, empfehlenswert ist es aber nicht. Nicht mal, wenn man wirklich jemanden bewusst im Café kennengelernt hat. Ich weiß, hier spricht nicht unbedingt der Experte, beziehungsweise nicht jemand, der das immer selbst einhalten kann, oder will, aber glaub mir, die Erfahrung ist real. Ja? Wenn man sich jetzt vorstellt, und da bin sogar ich so weit gegangen, da habe ich bis heute Schwierigkeiten. Man hat zum Beispiel die Nummer eines Menschen angespeichert, der eher ein formeller Kontakt ist, sprich ein offizieller, so wie sagen wir ein Arzt oder ein Politiker oder nicht einmal das, sondern auch nur ein Lehrer an der Schule oder ein Professor an der Universität und dergleichen. Vielleicht auch ein Arbeitgeber oder ein Kollege, der höher ist. Oder einfach auch ein Bekannter, den man nicht so oft trifft, also auch von der Häufigkeit her gesehen, nicht wirklich der Kern dieser Bekannten. Ja? Und dann stellt man sich vor, dieser Mensch, ja, ist jetzt eigentlich dabei, dass er entweder dich gerade erst schrittweise, sukzessive, langsam aber sicher kennenlernt. Ja? Oder aber, und das ist wesentlich wichtiger, es ist jemand, der vielleicht überhaupt keine enge Bindung wünscht, den man vielleicht wirklich nur so wie ein Arzt, wenn man in die Praxis kommt und so weiter. Was machen die Menschen, die so wie wir Autisten oft naiver sind, einem alles auf die Nase binden? Das eigentlich objektiv Unwichtigste und oft das Privateste. Ich habe übrigens den und den bei der Wahl gewählt. Könnte ich hier wieder anfangen, am heutigen Wahlsonntag in Wien. Oder was weiß ich, ich habe einen Schmetterling gesehen, der war so und so groß. Und da leider nicht nur übertrieben gesagt. Ja, wirklich, es gibt natürlich auch diejenigen Autisten mit tatsächlich sozusagen dem frühkindlichen Autismus. Da kann es wirklich oft so wirken, beziehungsweise auch rein vom Gehirn her so sein, dass man eben auch frühkindliche Symptome zeigt. Also auch quasi wie eben ein Infant es tun würde, jemand, der sozusagen auf dem kindlichen Niveau ist. Aber es gibt auch die Beispiele, bei der beispielsweise immer wieder betont wird, wann treffen wir uns? Hast du übrigens das gehört? Und dann irgendwann diese Schlussfolgerung, ach, du bist ja ein so guter Freund für mich. Einfach, wenn man glaubt, jeder will das hören. Das ist wie in einer Welt voller Regenbögen und Einhörner. Auch wenn man in Wahrheit dann eher so etwas von merkwürdig auf andere wirkt, als hätte man diese Regenbögen nur vor Augen wegen LSD-Konsum. Aber wir haben dann immer das Gefühl, das muss man ihm auf die Nase binden, das muss man ihm auf die Nase binden. Das kann zu unfassbar peinlichen Situationen führen.
Ich muss sagen, ich habe noch das Glück, dass ich dieses Peinlichkeitsgefühl nicht selbst so bewusst entwickeln oder empfinden kann. Das hat schon auch bei mir zerebrale Hintergründe. Manchmal lasse ich mich auch nicht gerne belehren, weil ich einfach gerne diese Illusion habe. Aber wenn ich das jetzt wirklich objektiv betrachte, und da waren in der Vergangenheit schon Extrembeispiele dabei, wo ich mir heute auch denke, na, das ist ja quasi so der Fehler eines Menschen, der im Wüstezustand ungefähr 8 Bier zu viel Intus hatte. Also das dürfte nicht passieren, ja. Und dann schreibst du eben zum Beispiel wirklich einem Arzt so etwas oder einem Bekannten, den du höchstens irgendwie so oberflächlich kennst, der dich also nie wirklich so genau kennengelernt hat und vor allem vielleicht das Ganze auch in Zukunft gar nicht zwingend will. Und das ist ja auch nicht unbedingt immer negativ, das ist ja nicht notwendig. Manche sehen ja die Nachbarn so 1 bis 2 Mal in der Woche oft automatisch, wenn man den Müll rausbringt. Das ist auf die ganze Interaktion. Oder bei Nachbarschaftsfesten. Man muss denen ja nicht um den Hals fallen. Und dann würde der Mensch so etwas lesen. Was glaubt ihr, was da für Peinlichkeiten herauskommen können? Oder wie der reagiert? Das kann nicht positiv enden. Ich habe da jetzt auch Beispiele gehabt, zum Beispiel. Ja, Beispiele gehabt, zum Beispiel. Also ich hatte solche konkreten Beispiele in meinem Leben. Da habe ich eben unter anderem einer Professorin geschrieben und einer meiner Psychiaterin, weil ich bei denen eben viel an Verständnis bekommen habe. Man muss dazu sagen, ich habe natürlich mit beiden Seiten, sowohl Lehrern und damit auch Professoren, als auch mit Psychiatern oder Ärzten allgemein, tendenziell sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Das ist natürlich bei jedem Menschen gleich. Da gibt es gerade bei den Schülern heutzutage solche Gefühle. Aber ich meine nicht nur diejenigen, bei denen man meint, der nervt oder was weiß ich, das ist von den Hausübungen viel, sondern schon auch von der Persönlichkeitsseite. Und etwas, wo man merkt, das ist etwas Tiefgründiges, so eine Art Abyss dieses Menschen, so innerlich, ja. Und dann gab es eben zwei, die waren für mich eben deswegen besonders, weil eine sich sogar eher gegen den Willen der Uni-Gesetze zum Beispiel eingesetzt hat, bei meinem alten Studium, das ich jetzt nicht mehr mache, dass ich hätte, was weiß ich, nur diese Prüfung machen müssen, doch jene nicht. Ja? Und bei der Psychiaterin war es wieder so, die war eben eine extrem ruhige, sehr offene, die hat nicht die Dinge verleugnet, die wir auch bei Alternativmedizin erlebt haben, zum Beispiel, was bei Psychiatern leider wirklich heutzutage immer noch beinahe permanent passiert. Ja? Und ich habe daraus aber die Schlussfolgerung gezogen, und das ist jetzt eben der Dreh- und Angelpunkt, dass das heißt, vielleicht sind das wirklich gute, freundschaftliche Menschen. Ja? Das heißt, die wollen vielleicht wirklich hören, treffen wir uns doch privat. Das habe ich den beiden geschrieben. Per Mail. Per Mail. Nach einem gar nicht so wirklich konkret langen E-Mail-Kontakt. Ich dachte auch, wenn zum Beispiel die sich manchmal so umarmen lassen, weil das natürlich eine Höflichkeitsgeste ist, das heißt auch etwas. Nicht einmal unbedingt in puncto Liebe, Gott bewahre, aber in puncto Freundschaft. Ich meine, man kann vieles daraus schließen. Was denkt ihr, was waren die logischen Reaktionen dieser Person? Haben sie jetzt ganz ohne Joker A. Luftsprünge gemacht, B. mir einen Blumenstrauß gebracht oder C. mir einen Tritt in den Hintern gegeben, dass es nur so geraucht hat und es mir noch 3 Tage danach wehgetan hat? Auch wenn ich es vielleicht in dem Moment nicht so bewusst gefühlt habe, war wohl eher die dritte Antwort ganz offensichtlich. Da braucht man keinen 50-50. Ja? Das heißt, eine hat mir nur noch geschrieben und eigentlich eh ganz respektvoll. Und da hatte ich auch eigentlich nicht viel mehr erwartet, eigentlich im Nachhinein. So, nehmen Sie es mir doch bitte nicht übel, aber da sind wir ja nicht auf diesem freundschaftlichen Niveau. Einerseits habe ich es ja verstanden, weil es eben eine Respektsperson war, aber ich habe bis heute oft so diesen Wunsch, dass man das irgendwie aufweicht, dass man das durchbricht. Vielleicht, weil ich mir denke, das wäre etwas Besonderes, etwas zu schaffen, also von der Respektsperson zu einem Freund zu werden, den man öfter trifft. Gerade Autisten brauchen das vielleicht deswegen öfter, weil in ihrem Umkreis einfach weniger Bekannte sind oder eine nicht so immer tiefe Beziehung stattfindet. Aber ich war natürlich in dem Moment eher so auch auf diesem Trip, dass ich mir dachte, naja, möglich sein müsste aber in irgendeiner Form bei irgendjemandem. Die Psychiaterin war ohnehin dann sehr ungehalten. Sie hat gesagt, für private Treffen steht sie gar nicht zur Verfügung und was weiß ich, das und das verschreibt sie mir auch nicht. Also da sieht man, dass Menschen unterschiedlich reagieren. Aber, und das ist das wirklich Interessante, und das fasst alles zusammen, eine Gemeinsamkeit haben diese jetzt auf alle Fälle oder diese Antworten. Sie sind fast alle mit einer Verneinung verbunden. Sprich, die konkrete Ablehnung der Freundschaft oder der Bekanntschaft. Was das also konkret heißt, ist, glaubt bitte nicht. Ja? Macht nicht den Fehler, wie ich oder wie einige Autisten. Oder selbst wenn ihr das fühlt, ich kann es ja auch nicht aus meinem Inneren wirklich einfach entfernen. Vielleicht
ist das auch etwas, das mich ewig begleiten wird und auch muss, einfach wegen der emotionalen Seite. Aber bitte versucht dabei immer ganz konkret zu sein und nochmal zu überlegen, bevor ihr solche Dinge schreibt. Ich weiß, das wirkt absolut abnormal, dass Jugendliche auf diese Idee kommen könnten, aber andererseits, seid ihr euch da wirklich sicher, dass da so ein großer Unterschied ist zu dem, was die heutige Generation Y mit ihren Medien heute macht, mit Instagram und so weiter, was man da alles Privates preisgibt? Der Unterschied ist nur, und jetzt versteht ihr hoffentlich den roten Faden dahinter, dass der konkrete Charakter, beziehungsweise der Charakter, der als Gegenüber dient und das Gesicht weg ist, beziehungsweise nicht klar sichtbar ist. Wenn ich jetzt Urlaubsfotos poste, die die ganze Welt sieht, kann das theoretisch negative Konsequenzen nach sich ziehen. Wenn es der Arbeitgeber sieht, wenn es der sieht, wenn es vielleicht sogar ein bösartiger Mensch sieht. Es ist uns nur nicht bewusst und wir wollen auch gar nicht darüber nachdenken. Wir haben auch nicht das geringste Interesse, das herauszufinden. Wir sagen einfach, hier ist die ganze Welt. Das ist ja nur ein Rahmen. Da gibt es ja nicht den und den und den und den und den, den wir konkret sehen können. Das heißt, die Gefahr existiert nicht. Und sicher, wenn man es gezielt jemanden schickte, wäre natürlich die Gefahr noch größer. Aber wir überschätzen hier schon die Gefahren. Der Unterschied ist aber deswegen nicht wirklich so groß zu dem, was wir in dem Moment tun. Wenn wir solche Taten setzen, und die wirken ja wahrscheinlich in der Gesellschaft auch abstrus. Ja? Also einerseits ist es etwas, das sicher jeder Mensch auf die eine oder andere Art kennt, wenn er in Fettnäpfchen tritt. Vielleicht wirken solche Verhaltensweisen, die ich jetzt einmal pauschal als autistisch sehe, weil ich dieses Feedback oft bekomme, ja, vielleicht wirken diese wirklich in der Gesellschaft negativ. Man kann aber zwei Lehren daraus ziehen. Erstens für all diejenigen, die eben jetzt gegenüber sind, quasi von diesen autistischen Menschen, bedenkt bitte, was ihr oft in den allermeisten Fällen macht. Ja? Bei wirklich solchen Situationen, wenn ihr da auf Instagram seid, wenn ihr jedwede soziale Medien nutzt, bitte sagt mir, wie ihr es schaffen wollt, als die durchschnittliche Generation Y vor allem. Ihr wisst, wen ich meine. Also diese maximal 1997er Generation oder mein Jahrgang hat schon Schwierigkeiten damit, also 1994. Bitte sagt mir, wie reagiert ihr bei solchen Medien? Könnt ihr euch jemals zurückhalten, wenn ihr Urlaubsfotos postet? Irgendwelchen wildfremden Leuten? Nein, oder? Da versteht ihr, warum wir ins Fettnäpfchen treten. Die andere Seite ist die, die meine Kollegen oder Kommilitonen betrifft, sprich also die Autisten selbst. Glaubt nicht, dass das wirklich zu was Sinnvollem führt. Vor allem, wenn ihr das so ziellos macht, wenn ihr nicht genau überlegt habt, bei der Person mache ich es, weil, also ich kann mir zumindest vorstellen, wenn ich wirklich bei dem und dem Professor auf die Idee komme. Ja, da gibt es nämlich eine, die hat mir zum Beispiel geholfen bei meinen Mentoren, dass ich die Mentoren kennenlerne. Die hat ja zumindest mich etwas intensiver kennengelernt, auch auf psychologischer Ebene. Die kann sich vielleicht erlauben, dass sie mit mir schreibt. Aber wenn ihr nicht in einer solchen Situation seid oder sie nicht genau durchdacht habt, bitte macht sowas nicht. Das führt zu nichts. Glaubt mir. Ja? Das sind jetzt vielleicht nur Nischenprodukte als Hinweise. Weil natürlich nicht jeder Mensch auch aus diesem autistischen Spektrum kommt oder auch aus demselben Teil. Aber gerade diese Menschen brauchen diese Nachrichten wirklich ganz dringend. Da glaubt mir, das funktioniert nicht. Ja? Der nächste Punkt, den ich auch noch in Verbindung mit Naivität in Verbindung setzen will, ist eigentlich dieses, ich nenne es Wahrheit sagen. Ja? Ich habe diese so extreme Zwangserkrankung dabei. Das ist bei uns oft auch so, weil wir einfach davon ausgehen, dass quasi eine Art höheres Prinzip, fast Gott immer möchte, dass wir die Wahrheit sagen. Oder weil wir auch eine Art nicht nur ethisches Prinzip dahinter sehen. Wir können uns auch nicht einmal willentlich zurückhalten. Das kann wirklich alles sein. Das können die intimsten Details sein. So quasi auch wie bei der Sexualität, was ich alles erzählt habe quasi und ich denke daran oder was weiß ich und quasi so, dass ich diese ganz bösartigen Masturbationswitze auf real gesehen. Ja? Oder auch völlig banale Dinge. Ich habe ja auch eben meine Spezialinteressen, die habe ich auch in früheren Videos ja schon erwähnt, die gibt es bei uns auch. Na, da kann man sich vorstellen, was da los war, als mit 3 Jahren eine Dame zu uns mal zu Besuch kam und ich sie begrüßt habe mit den Worten, es gibt Fetzen, Fische im Meer. Ja? Also so diese eine Fischart, die ich gerade in einem Buch aufgeschnappt hatte, weil ich gerade so ein Meeresfreund war, dann Dinosaurier und so allgemein, ja. Was? Bitteschön. Ja? Soll man davon halten? Und das ist noch eine harmlose Variante, aber jetzt stelle man sich das Folgende vor. Und ich habe das zigtausendmal erlebt. Du bekommst von einem Freund etwas erzählt, von dem er dir erst nachher berichtet. Nachher. Alleine der Gedanke tut schon weh für mich, dass man es nicht weitersagen soll.
Oder es ist vielleicht einfach etwas Kontraproduktives, eben zum Beispiel auch von solchen Situationen, von Spielstrategien bis hin zum Beruf. Wie steigt man auf? Jemand, entweder ein Kollege erzählt dir zum Beispiel, was er über den Chef denkt, du darfst nicht weitersagen. Oder du denkst dir eigentlich, es wäre für deinen Aufstieg klüger, wenn du etwas nicht sagtest und du sagst aber. Da gibt es ja auch hier zwei Hintergründe, also zwei für diese zwei Situationen. Der erstere ist, wenn du das von dem Kollegen weitersagst, du denkst dir vielleicht, ich habe gelernt als Kind, Wahrheit sagen ist immer gut, oder ich habe es einfach in der Intuition, quasi im Gespür. Daher muss es so gesagt werden. Vielleicht sucht man sich dann noch die Erklärung dafür, dass das auch für denjenigen besser sei, weil ja der Aufstieg oft, was weiß ich, mit Veränderung des Charakters verbunden wird. Also je höher man aufsteigt, desto egomanischer wird man und dann bewahrt man denjenigen davor. Also auch einige Dinge, die vielleicht Hand und Fuß haben, aber die trotzdem eine Ausrede sind. Und wenn du dir selbst ins Knie schießt, dann tust du es deswegen, weil du damit sagen willst, ja, ich habe das nicht verdient, den Aufstieg, wenn ich nicht genau sage, der Chef ist das und das. Er muss ja objektiv beurteilen können. Ich würde ihm die Objektivität nehmen, wenn ich nicht genauestens sagte, was hier in meinem Kopf vorgeht. Ihr lacht vielleicht darüber. Ich sehe das wirklich als ein echtes Manifest. Und ich habe auch neulich erst jetzt über die ganzen letzten Tage mit einer Autistin in einem Chatroom verbracht, also auch bei Twitter, die auch dieser Meinung ist. Und es gibt Hunderte. Ihr kennt vielleicht diesen Roman da, diese super guten Tage, oder im englischen Original, The Curious Incident of the Dog in the Night Time. Da habt ihr wahrscheinlich schon gehört, weil da auch ein Musical daraus wurde, von eben diesem autistischen Jungen, der da einen Fall aufklären will, wo ein Hund getötet wurde. Wie der auch permanent quasi immer den Mund aufreißen muss. Ja, also auch wenn zum Beispiel er sich gegen einen Polizisten wehrt, weil er solche Angst vor Berührung hat und er könnte eigentlich nur verhindern, dass er bestraft wird, wenn er meint, es sei ein Versehen gewesen. Was ist das Erste, was er sagt? Es war aber kein Versehen. Und das ist dieses Prinzip, das wir in jeder Situation unseres ganzen Lebens 395 Mal von 396 Mal erleben und beim letzten Mal noch mehr. Das ist jedes Mal das Gleiche. Natürlich wirkt das vielleicht auf andere befremdlich, aber auch hier muss ich kontern. Diesmal ist es ein bisschen anderes Argument als vorhin mit dem Instagram. Denn bei Instagram habe ich gesagt, es gibt Gemeinsamkeiten zwischen diesen Influencern und den Autisten, die so naiv sind. Hier gebe ich euch jetzt mal das gegenteilige Beispiel. Also wieder zuerst einmal für die Gruppe der Gegenüber, diejenigen, die unverständlich sind gegenüber Autisten. Denn ich will ja beide Gruppen zusammenbringen. Habt ihr euch schon mal gefragt, selbst wenn man vielleicht jetzt darüber streiten kann, ob wir im Recht sind oder nicht, oder rein von der Objektivität her, wenn er sagt, es hat Schaden in dem und dem Sinne, kann es vielleicht sogar sein, dass ihr recht hat. Aber überlegt ihr euch jetzt mal, was die Säule darstellt. Also die Säule der Ethik oder des Gerüst an Gedanken. Also all das, was nur im Kopf stattfindet. Und was ja auch eigentlich nicht unlogisch ist und auch Hand und Fuß hat. Ja? Also stellt euch hier mal vor, was eigentlich oft in der Gesellschaft ja umso häufiger passiert. Und das nicht nur auf politischer Ebene und in der Arbeit, sondern auch permanent im Alltag. Na, das Kleid steht dir ja schon ganz schön gut. Na, den Chef lobt man über den grünen Klee. Jetzt sage ich euch dazu was. Vielleicht mögt ihr sagen, naja, das sind Höflichkeitsformen, das gehört zu den Regeln der Gesellschaft. Ich will mir ganz im Ernst jetzt nicht dauernd anhören, was Regeln der Gesellschaft sind. Und ich sage euch auch warum. Vielleicht mag es auf den ersten Blick so wirken. Und vielleicht meinen einige Menschen, das sei sogar so, darüber kann man sich auch streiten, dass beispielsweise die Notlüge beim Kleid oder beim Chef jetzt nicht nur positiv sei, weil man selbst mehr geliebt wird, sondern weil der andere sich nicht kränkt. Das ist schon ein bisschen schwierig, weil man ja dazu sagen muss, kann der andere dann wirklich sicher frei entscheiden, welches Kleid er nimmt oder wie er den Angestellten behandelt, weil das natürlich auch das Wissen ist, dass der Mensch objektiv haben muss, damit er entscheiden kann. Wenn ihr ihm das nehmt, ist es auch schwer zu sagen, ob nicht Kränkung immer noch klüger ist als Unwissenheit. Aber gut, meinetwegen kann man das Beispiel noch gelten lassen. Aber was passiert dann, wenn ihr das immer und immer und immer mehr eine Stufe höher setzt? Und das macht man in der Gesellschaft. Fast jeder. Das heißt, ihr macht das nicht nur bei einer Freundin wegen des Kleids oder damit ihr besser beim Chef dasteht. Nein, ihr macht auch das Gegenteil. Eine weiße Lüge, die angeblich nicht verletzt wird, und eine schwarze Lüge, die bewusst bösartig ist, denn so nennt man diese zwei Gruppen, die sind gar nicht so grundverschieden. Daraus könnte schnell eher werden,
ich will mich an diese Frau quasi ranmachen. Also ich will quasi ihren edlen Duft riechen und so weiter. Oder dann ist das Gefühl haben, dass es um eine eigene Beziehung geht. Quasi ein bisschen stalkerhaft sein. Oder bei dem Chef quasi sich einschleimen für eine bessere Position. Mag sein, dass das jetzt vielleicht ein Gedankensprung ist. Mag sein, dass das für euch extrem wirkt. Aber selbst wenn das vielleicht nur so wie beim Leiterspiel passiert, das kennt ihr sicher mit diese ganzen Schlangen und Leitern, wo man sagt, man geht immer eine Stufe höher, also peu à peu, dann ist das trotzdem nicht besser. Vielleicht müsst ihr nicht gleich wie die Berater von Donald Trump im Weißen Haus arbeiten. Vielleicht müsst ihr nicht gleich versuchen, dass ihr eine Frau mit Bildern stalkt oder erpresst. Aber sobald ihr das Gefühl habt, ihr habt dadurch einen Vorteil oder auch nur, dass ihr jemand anderem einen Vorteil zum Beispiel verschafft, wenn ihr euch quasi auch einschleimt, damit er euch das wieder zurückgibt. Weder eine Hand wäscht die andere, ja? Oder, und das ist auch ganz wichtig, ihr geht davon aus, derjenige würde sich so und so und so fühlen, ja? Bitte bedenkt, wie gefährlich das ist. Ihr begibt euch auf so dünnes Eis, nicht nur weil ihr auffliegen könnt, sondern weil ihr eigentlich gerade dabei seid, das Gefährlichste in einer Beziehung zu tun. Toxisch zu werden. Ihr zerstört quasi die nicht nur Wahrheit, die jetzt objektiv dahinter ist, ihr zerstört die Gedanken, die Gefühle von dem und dem Menschen für eure eigenen Theorien. Vielleicht könnte man jetzt kommt dann ja, wir haben auch unsere ganz eigenen Theorien, die wir dann so egoistisch durchsetzen und umgekehrt. Aber vielleicht hat es am Ende einen ethischeren Hintergrund. Und ich habe trotzdem, um ganz ehrlich zu sein, nie einen Autisten gesehen, der unbedingt direkt dafür gesorgt hat, dass sich jemand gleich umbringt, nur weil er gesagt hat, in dem Kleid siehst du dick aus. Vor allem, weil wir oft versuchen, ja, selbst wenn wir nicht verstanden werden, dass wir noch spezifizieren, ich habe das Kleid gemeint, nicht dich. Sicher, den meisten Leuten wird es egal sein, aber wenn man dann wenigstens den Bonus hat, dass man schon weiß, das ist ein Autist, also die Leute wissen das schon, ja, dann reagieren sie vielleicht nachsichtiger oder verstehen dann zumindest auf ihre Art, gut, da muss ich nicht so erzürnt sein, entsetzt sein, weiß der Geier was. Aber was passiert, wenn das wirklich ein typischer Mensch tut? Der dann eben zum Beispiel sagt, ach Chef, ich bin so froh, Sie sind da oder was weiß ich, man macht irgendjemandem Hoffnung, damit man sich entweder einschleimt oder auch nur irgendwelche sogenannten Ideale erfüllt in der Gesellschaft, die ja auch eigentlich oft illusionär sind. Dann verleugnet man nicht nur sich selbst, sondern auch den Rest der Welt. Das wirkt jetzt natürlich für euch, wie gesagt, extrem unwahrscheinlich. Aber denkt wirklich mal genau darüber nach, was ihr dabei für Bilder erzeugt, dass ihr dafür weit hergeholte Ideen von Werten und Idealen aufstellt, die eigentlich so weit weniger existieren, als der Mensch halt jetzt öffnet, indem man offen ist und wahr ist. Sicher, ich habe teilweise meine Zwänge und Autisten können vielleicht auch oft nicht verstehen oder sich nicht zurückhalten, wenn sie sogar sehen, ein Mensch würde springen und man sagt trotzdem die Wahrheit. Das ist jetzt etwas, wo man sich aus philosophischer Sicht wie auch aus Sicht der Freundschaft so etwas nicht machen dürfte. Und ich verstehe, dass wir da Schwierigkeiten haben, euch davon zu überzeugen. Oder vielleicht gibt es auch objektiv gesehen Autisten, die es objektiv als sehr kritisch oder gefährlich sehen würden, wenn man in so einer Situation so handelt. Das schon, ja. Aber bitte versucht nicht deswegen eure Taten zu rechtfertigen. Vor allem so. Es stimmt nämlich nicht. Also das heißt, bitte habt Verständnis dafür, wenn wir immer so extrem offen sind. Ich weiß, es ist für euch übertrieben. Ich weiß, es ist für euch viel. Ich weiß, es ist für euch etwas, das ihr nicht unbedingt aushalten könnt. Und es kann euch auch keiner dazu zwingen, dass ihr das jetzt per se einfach wohlwollend zur Kenntnis nehmt. Aber seid bitte nicht zu hart mit uns. Und auch nicht mit euch selbst, wenn wir zum Beispiel hier dann Kritik ansprechen, wenn so etwas kommt. Also wie in dem Kleid siehst du so und so aus. Dahinter kann oft eher das Kompliment stecken von wegen, zieh dir doch ein anderes an. Natürlich gibt es da noch die Komponente Mann gegen Frau oder Altersgruppen. Das würde jetzt aber zu weit führen, das wäre hier zu komplex und das ist auch nicht immer genauestens untersucht worden. Aber dieser Punkt müsste eigentlich klar sein. Also bitte seid ihr etwas zurückhaltend. Allerdings muss ich jetzt schon auch meinen autistischen Kollegen sagen, ihr müsst zumindest versuchen, auch wenn das schwer ist, diese Menschen zu verstehen. Und ich sage nicht, versteht sie einfach, so wie bei der Telefonseelsorge oder wie wenn ein Polizist euch ein Mandat gibt und dann einfach monoton sagt, ich kann sie eh verstehen, aber ist so. Und dann ein Rufzeichen. Das meine ich gar nicht. Sondern wirklich so dieses Gefühl, ich verstehe dich voll und ganz. Ich fühle es in mir, dass dir das wirklich Probleme macht. Und ich würde es dir gerne abnehmen. Oder ich versuche sogar, dir so und so abzunehmen. Aber das und das ist das Problem. Und vielleicht müsst ihr nicht mal das Aber dazu sagen. Meist versteht es das Gegenüber schon. Aber noch wichtiger ist, es gibt manche Situationen, da können Menschen das nicht ertragen. Wenn ihr also wirklich nicht in der Lage seid zu lügen, und es gibt solche Autisten, es gibt solche wie mich, die können das einfach nicht. Vielleicht nicht mal gegen ihren Willen, weil das sogar fast eine Art
Zwangserkrankung ist oder zu einer echten Zwangserkrankung wird. In Extremfällen hat es fast so eine Art neuronale Erscheinung, quasi schon wie eine Aura eines Epileptikers. Man merkt, jetzt wird es gleich rund gehen im Kopf, jetzt macht man sich gleich Vorwürfe. Ja. Dann könnt ihr immer noch einige Dinge machen, wie aus der Situation rausgehen, einfach Dinge verschweigen, versuchen, andere Erklärungen zu finden. Wie eben beispielsweise, wenn man das sagt, mit dem Kleid siehst du pummelig aus, das Kleid ist wegen der Form, der Farbe so und so breit zum Beispiel. Das ist ja auch nicht gelogen. Und ihr könnt damit immer noch die Botschaft anbringen. Beziehungsweise, wenn es dann ein Mensch nicht versteht, dann könnt ihr den Menschen ja sowieso nicht helfen. Beziehungsweise könnt ihr es ihm sowieso nicht begreiflich machen. Ja? Das ist dann sowieso außer Frage. Aber vielleicht versucht ihr zumindest es so zu formulieren, dass es nicht ganz so beleidigend wirkt. Und da muss man nicht mal zwingend den Inhalt wegnehmen. Ja, muss man nicht mal. Ihr habt da auch schon, so wie ich hier als Beispiel gerade genannt habe, mit dem Kleid habe ich auch Strategien entwickeln müssen, bei denen das manchmal passiert. Ich mache mir auch immer manchmal Vorwürfe, war ich nicht hart genug, dezidiert genug? Nein, da gibt es Unterschiede. Wenn dir jemand wirklich an die Pelle will oder wenn dir einfach jemand zu nahe rückt oder wenn du jetzt vielleicht auch einfach nur einforderst, dass du wirklich immer alles hören willst, an Details, vor allem über dich, ja? Du kannst das vielleicht nicht bei Geschichten über andere erzwingen, aber wenn du alle Details über dich selbst hören willst oder einfach Urteile klar und deutlich, wenn du fragst, wie findest du mich oder dass jemand das offen aussprechen soll, ja? Dann, wobei sich auch dann die Frage stellt, ob du das aushalten kannst, wenn du auf der anderen Seite bist, dann sage ich dir, bitte einfach die Leute darum, dass sie es dir ins Gesicht sagen. Du kannst aber nicht erwarten, selbst wenn das vielleicht dann logisch wäre, dass diese Menschen es deswegen auch annehmen können. Das bringt es nicht. Wenn du wirklich einfach gerade heraus sagst, du bist fett und auch nur das Kleid sieht pummelig aus, oder was auch immer, selbst wenn das so ist, Menschen können damit nicht umgehen, weil sie es entweder nicht verstehen oder weil es einfach alleine schon vom Klang so viel ist und so hart ist, dass sich das Gehirn dieser Menschen auch mal der Auszeit gönnen muss und auch wieder quasi eine Art Reset-Programm braucht. Also so wird es nicht gehen, so wird es wirklich nicht funktionieren. Glaubt mir das, das hat keinen Sinn. Deswegen bitte entwickelt mal eher so diese Strategien, wo ihr nicht dauernd sagen müsst, und was weiß ich, die Lottozahlen sind so und so gewesen bei mir, jetzt bin ich Millionär und das, während man gerade in einer Kneipe von Hell's Angels sitzt, das ist eine sehr clevere Idee. Ja, also macht das lieber nicht. Ja? Da bleibt mehr als nur ein Restrisiko. Das ist das eine. Der nächste Punkt, und der ist jetzt wirklich ein sehr ernster. Der ist vielleicht einer, der im Alltag auch eher so oberflächlich wirkt oder so allgemein, so wie ein Verhalten, wo man sagt, das kenne ich bei dem eh schon. Also wenn ein Familienmitglied von einem Autisten so spricht, das kennt man eh schon. Umgekehrt weiß der Autist auch, es ist für ihn Zeit, dass er das tut und vielleicht, dass ihn die Familie nicht verstehen wird. Aber der Punkt ist, es ist wirklich unglaublich hart, wenn das passiert. Wir haben jetzt schon die Situation gehabt, wo es um Wahrheit ging oder Lügen ging. Und ja, es gibt einerseits die Lügen, die auch ich immer wieder erlebt habe, vielleicht teilweise bis heute und ich merke es nicht, wenn man gemobbt wird, wenn man merkt, dass hinter einem Leute reden und das ist nicht angenehm, aber oft ist es natürlich noch unangenehmer, wenn es um ernste Themen geht, wie kann derjenige mit mir jetzt zu dem Ausflug fahren, kann er das so und so machen und so weiter. Das tut dann auch eigentlich oft weh, aber es gibt noch eine andere Seite. Was ist, wenn derjenige bewusst eine Gegenwart sucht oder wenn er allgemeine Schulter zum Ausweinen braucht, ein Ohr, das zuhört oder einfach auch nur das Gefühl haben will, es ist irgendjemand in seiner Nähe, dann wird es auch ernst. Denn ihr habt sicher schon gemerkt, all ihr, die Familienmitglieder seid von Autisten und Ähnlichem, ihr habt sicher schon gemerkt, nicht nur, dass ich mich jetzt gerade wieder im Kreis drehe, weil das, glaube ich, für mich auch leichter für die Verarbeitung ist. Nein, ihr habt sicher schon gemerkt, das passiert, wenn Autisten so in sich, also quasi so in sich gekehrt, eine bestimmte Form von Aggressivität erleben, Trauer oder Angst und sie nicht wissen, wie sie umgehen sollen. Es kann vorkommen, natürlich, dass sich quasi das, was im Herz ist, so richtig nach außen zischen lässt, richtig explodiert. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Und das ist besonders dann der Fall, wenn es richtige Anfälle sind. Man zieht sich zurück. Viele Menschen gehen davon aus, ja, dass dann der Autist auch möchte, dass man mit ihm redet. Vielleicht gibt es das dann, dass man wenige Menschen wirklich so respektiert, dass sie alleine schon wegen dieser lieblichen Stimme oder auch wegen der Strategien, die sie dann haben, also zu erklären, das ist nicht so schlimm, weil, Doppelpunkt, ja, dass man dann sagt, ja, dessen Gegenwart will man auch als Autist ja gerne in dem Moment. Aber im Normalfall frage ich euch, was habt ihr wohl für Erfahrungen gemacht, wenn ihr dann demjenigen ins Zimmer nachrennt? Und da jetzt mal
völlig dahingestellt, jetzt mal so beim ersten Modell, völlig dahingestellt, ob ihr sagt, ihr helft demjenigen jetzt, weil ihr ihn tröstet, weil ihr sagt, wie ist das so und so, weil ihr glaubt, ihr könnt dem helfen, wenn ihr ihn anschreit, wenn ihr ihn auf der anderen Seite tröstet. Was macht derjenige? Egal, ob ihr ihn tröstet oder ihn anschreit, sonst was. Er zieht sich zurück. Er geht noch weiter weg. Vielleicht sogar räumlich. Er geht zum Bett hin. Ihr setzt euch neben ihn, weil ihr das so gewohnt seid und ihr berührt ihn. Natürlich ist das jetzt ein Beispiel, das nicht unbedingt immer funktionieren muss. Viele dieser Autisten brauchen eher so diese Gewohnheit, auch der Berührung und so weiter. Es gibt auch hier Momente, da brauchen wir das. Warum hat diese berühmte Forscherin, diese Temple Grandin, zum Beispiel ihre Squeeze Machine geschaffen? Also so eine Art von Polster, die sie so zusammenquetschen kann, weil sie schon diese Berührung braucht. Das ist aber ein bestimmtes Modell von Berührung. Das ist etwas, was man erwarten kann und so und so und so, wo man vielleicht vorbereitet ist. Und vor allem nicht bei den starken Emotionen immer. Vor allem nicht immer von einem menschlichen Partner. Also was passiert dann? Der könnte zusammenzucken oder auch auszucken quasi. Der kommt damit nicht zurecht. Und ihr sagt aber, na, das muss ja logisch sein, dass ich mich so verhalte. Denn wenn man traurig ist oder zornig ist, dann braucht man ja jemanden, mit dem man darüber reden kann. Oder ich muss meinem Ärger Luft verschaffen. Ja, haha. Schön leicht gesagt, meine Lieben. Schön leicht gesagt. Jetzt verrate ich euch aber mal die Wahrheit dahinter. Das ist nicht immer so. Vielleicht ist es in dem Moment für euch so. Und es kann sogar sein, dass sich der Autist im Inneren wünschen würde, dass es jemanden gibt, der ihn tröstet oder der ihn versteht. Aber das sind ja so spezifische Verhaltensweisen, eben wenn es auch um sowas geht wie Berührung oder wie Worte, dass ihr das wahrscheinlich gar nicht erreichen könnt. Also ihr könnt den gar nicht in dem Moment zufriedenstellen mit eurem Trost oder sowas. Oder vielleicht einfach in den ersten Minuten nicht, wenn er gerade so aufgeregt ist. Wieso also kommen wirklich manche Menschen auf die Idee, dass man A, diesen Menschen immer noch so und so nachgeht, vor allem wenn es manche gibt, die eh immer schon betont haben. Das sind dann die, die es Gott sei Dank klarer nach außen tragen würden. Sie möchten dann in dem Moment allein sein. Oder B, und das ist das noch Schlimmere. Und darauf will ich hinaus. Denn B ist die Conclusio. Wenn ihr davon ausgeht, dass umgekehrt der Autist zu euch kommen wird, wenn ihr euch so fühlt, was ist daran das Schlimme? Ersteres Beispiel haben wir schon erläutert. Wenn ihr auf den immer weiter zugeht, der fühlt sich überfordert. Aber warum ist auch die Schlussfolgerung B falsch, dass er sich so auf euch einstellen kann? Wie soll denn jemand etwas erfüllen können, mit dem er selber Schwierigkeiten hat? Wie soll denn jemand zurechtkommen können, wenn er, jetzt mal ganz im Ernst, wenn er nicht imstande ist, diese Gefühle wie Berührung oder Trost und so weiter wirklich dazu verarbeiten? Wie soll er es euch geben? Er geht wahrscheinlich davon aus, und vielleicht, wenn ihr mal überlegt, dass ein Autist ja eher monoton ist und vielleicht auch falsch versuchen würde, euch zu trösten, vielleicht wäre das sogar so. Ja? Was würde es denn helfen, wenn er deswegen käme, ja? Wenn ihr davon ausgeht, dass ihr tatsächlich einfach euren Frieden haben wollt, so wie der Autist selbst? Er muss ja davon ausgehen, ihr kommt nicht zurecht, wenn er jetzt auch auf euch so zugeht. Er hat das Gefühl, ja, dieser Autist, dass ihr das nicht aushalten könntet, diese Berührungen und so weiter. Er ist es ja von sich selbst gewohnt, er kennt es nicht anders. Und selbst würdet ihr es ihm erklären, wäre es für ihn vielleicht vor allem im ersten Moment schwierig, weil er einfach schon so ein klares Modell im Kopf hat und das immer er vielleicht jeden Tag erlebt, dass er sich das nicht vorstellen könnte. Also geht er aus der Situation raus. Ich habe das oft bei meiner Mutter erlebt. Immer sagst du, lässt mich jetzt in meinem Schmerz sitzen. Wenn sie jetzt voller Tränen sind, das passiert bei ihr leider viel zu oft wegen Kleinigkeiten, sowas kennt man auch, aber da gibt es natürlich besonders auch dann diese Freunde, die dann eher möchten, dass sie einen trösten. Natürlich, wenn ich dann als Autist erlebe, dass sie einen wieder ignorieren per SMS, kommen wir wieder zum ersten Punkt, also dem allerersten, den ich genannt habe, mit dem Schreiben. Das halten wir auch nicht aus. Ja, aber worum es geht ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel extrem traurig seid oder erzürnt, ja, dann überlegt mal, ob nicht vielleicht wirklich sogar in eurem Inneren, also auch wirklich bei euch konkret, ja, nur schon in eurem Gehirn, vielleicht doch der Wunsch ist, ja, und auch nur unterbewusst der Wunsch ist, ich betone unterbewusst, dass ihr wirklich allein sein wollt, weil ihr eh mit der Umwelt nicht zurechtkommt. Und ihr denkt aber, naja, irgendwie hätte ich jetzt gerne, dass der mir zuhört. Also auch dieser autistische Mensch, der soll zu mir kommen, der soll mich trösten. Und dann geht er weg, weil er logischerweise davon ausgeht, ihr wollt es nicht. Und vielleicht merkt er auch im Unterbewusstsein, dass ihr es nicht wollt. Zusammengefasst, was, bitteschön, würde es dann bringen, wenn ihr das einem Autisten vorwerft? Wofür? Er hat eigentlich keine Schuld daran. Er kann es nicht wissen. Woher auch? Er hat seine eigene Welt. Er kann das überhaupt nicht erfahren. Er kann es nicht wissen.
ihr könnt ja auch nicht wissen, was in ihm vorgeht. Ja? Natürlich, wenn man dann eine Mediation gemacht hat oder Familienherbin und so weiter, das ist dann natürlich eine positive Ebene. Aber jetzt rein von dem Gedankenmodell her. Ihr denkt, der Mensch, ja, der kann da sitzen. Ja? Der kann einfach irgendwie, was weiß ich, euch das und das und das erfüllen. Ja? Und das war's. Das ist wirklich eigentlich eine Gemeinheit gegenüber dem Gegenüber. Ihr verlangt etwas, das ihr selbst auf die andere Art und Weise nicht zu erfüllen imstande seid. Das solltet ihr einfach unterlassen. Habt einfach mehr Geduld mit diesen autistischen Menschen, wenn sie sich zurückziehen. Und zwar, egal ob aus Grund A oder Grund B, lasst sie doch mal. Diese Leute kommen bei Grund A, ja, also wenn sie selbst in Ruhe gelassen werden wollen, sowieso wieder auf euch zu, wenn sich das Ganze gelegt hat. Oder ihr könnt sie ja versuchen, später anzusprechen, nach ein paar Stunden oder was. Und bei Option B müsst ihr auch verstehen, dass ihr ja vielleicht immer noch jemand anderen habt, an den ihr euch wenden könnt. Es ist nicht immer so leicht. Das heißt aber auch eben nicht, dass der Autist euch nicht respektiert. In keinem der beiden Fälle. Eher vielleicht so im Gegenteil, wie man es zum Beispiel auch erlebt, wenn Katzen zum Beispiel einem die Liebe zeigen, indem sie einen tatsächlich den Allerwertesten ins Gesicht halten. Das machen sie nämlich wirklich deswegen. Das ist den wenigsten Menschen bewusst. Ja? Und dann meint man, der ist ja bösartig, der ist quasi so anal fixiert, also ein bisschen freudianisch gesagt. Dann fangen wir vielleicht als Psychoanalytiker erst recht auf der Ebene zu überlegen an. Oder wir sagen, der ist ja bösartig, das ist ein gemeiner Mensch. Nein, habt ein bisschen Geduld bitte. Ja? Das ist das eine. Den Autisten sage ich unter euch, es ist mir klar, dass ihr eine Reizüberflutung habt. Also eben, damit man das jetzt nochmal allgemein sagt, wenn man eben so viele Stimuli hört, wie auch, sei es jetzt nur zum Beispiel beim Bohrer, den ich jedes Mal höre, das macht mich krank, oder der Staubsauger. Und das regt einen schon auf. Oder man hat wirklich beim Streit erlebt, es haben sich die und die gestritten. Dann geht man raus. Es ist klar, dass ihr das wirklich sehr oft braucht und dass ihr es auch nicht immer vermeiden könnt. Aber wichtig ist eine Sache, es gibt bestimmte Momente, da könnt ihr vielleicht nicht aus einem Zimmer rausrennen. Und da müsst ihr lernen, dass ihr tatsächlich auf andere zugeht. Hier helfen natürlich auch die Atemtechniken, diese ganzen Techniken, die ich damals in meinem Depressionsvideo erwähnt habe, zum Beispiel so die Klopftherapie, kurz auf die Punkte klopfen oder vielleicht Mantra singen. Ja, und das muss man auch gar nicht jetzt so auf esoterische Art machen. Man kann sich auch Dinge vorsagen, fast wie ein Gedicht, das hilft auch psychologisch. Man kann tausende Strategien finden, vielleicht irgendwelche Berührungen, die wirklich monoton sind, aber nicht so auffallen. Einfach damit ihr euch beruhigt, vielleicht geht ihr dann auf die Person zu. Das ist natürlich umso schwieriger, je mehr Personen dort sind. Wenn ihr zum Beispiel bei einer Gala sein müsst oder einer Filmfeier, wird es natürlich schwierig, dass man dann einfach auf dem richtigen Weg sagt, ich gehe mal aufs Klo. Ja, abgesehen davon, dass dann wieder die Lüge da wäre, aber auch abgesehen davon, man geht aufs Klo mit der Person, redet kurz bei dem abgesperrten Raum, wenn da eine Million sind und da die Kabinen blockiert sind, das ist auch nicht angenehm. Aber hier könnt ihr vielleicht auch eure eigenen Beruhigungsstrategien entwickeln. Und ihr könnt leichter auf diese Person zugehen, wenn ihr zum Beispiel mit ihnen irgendetwas bereden wollt, was die anderen nicht hören wollen, wenn es gerade um Streit geht. Oder ihr nutzt wirklich die Rückzugsoption klüger und sagt, geht der eine halt in die eine Ecke, der andere in die andere. Da gibt es ja auch andere Leute, gerade bei solchen Feiern, mit denen ihr sprechen könnt. Ja? Ist kein so großes Problem. Ja? Das sind Dinge, die hier eigentlich wirklich sind. Und so hoffe ich auch, dass das jetzt einmal etwas klarer geworden ist. Denn gerade diese Reizüberflutung ist nicht nur bei ADHS-Patienten ein Problem, sondern gerade bei Autisten selbst. Ja? Das wird oft sehr stark unterschätzt. Dann möchte ich noch etwas anderes gerne erwähnen. Und das ist mir jetzt eher nur eingefallen, weil das für mich persönlich, also spezifisch bei mir, so ein gewisses Problem ist. Ja? Und zwar ist das so auch so allgemein eben diese Dinge wie gesellschaftlich das und das und das. Ja? Jetzt bei Covid ist es schon sehr schwierig, dass man sagt, also wenn es auf der einen Seite Bücher gibt wie den Corona-Fehlalarm und auf der anderen Seite behaupten Ärzte, es ist der Tod, was beides so nicht stimmen kann, ja, also, oder was beides etwas einseitig ist, dass man hier sagt, naja, die Gesellschaft muss man schützen, kann man nicht schützen, gibt es ja da schon viele Diskurse. Aber was ist bei oft so banalen Dingen wie ungeschriebenen Gesetzen? Derjenige hat sich zu verbeugen in China oder eher vor allem in Japan, ja, wenn man sich begrüßt oder man schnauzt sich die Nase so und ganz besonders, und das ist besonders hart für mich, ist das nicht nur, wenn wieder das bei den Gesten passiert, also der Stimmlage, also wenn wir das nicht kontrollieren können und wir werden dann schief angeschaut, weil es nicht nur der Person unangenehm ist, sondern wenn man sagt, das ist in dem und dem Land so oder in der und der Personengruppe, zum Beispiel wenn es um Berufe geht oder sowas. Das ist schon schlimm.
Aber was ist zum Beispiel, wenn es um unseren Kleidungsstil geht oder unsere Frisur? Es gibt hier wirklich Momente, ja, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich gerade versuche, mein eigenes Design zu entwickeln für Kleidung, weil ich eine Bekannte habe, die jetzt zum Beispiel für diese Parteishirts, ja, von meinem politischen Projekt, wo ich jetzt bin, wo sie eigene Produkte erwirbt. Vielleicht kann ich die wirklich mal beim Shop verkaufen, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und nein, ich lüge nicht. Ich bin Autist, zur Erinnerung. Ja. Nein, also im Ernst, ich mache das nicht deswegen, sondern es gibt immer wieder Situationen hier, wo mir wirklich auffällt, bei diesem Kleidungsstil und auch bei den Haaren und so weiter, wird immer wieder verlangt, ja, dass man sagt, was weiß ich, also man muss sich jetzt so und so adrett kleiden. In einem Casino zugegeben oder bei Galas bin ich eher weniger. Und da ist es mir schon so auf den Nerv gegangen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr mich das aufregt, wenn ich schon zum Beispiel alleine darüber nachdenken muss. Und das ist schon mal Schritt 1. Warum soll man sich überhaupt für solche Anlässe adrett kleiden? Also wirklich so galant. Wenn ich nämlich sage, ich habe Geburtstag und ich bin in der Geburtstagsfeier eines anderen und ich ziehe mich so an, wirkt das vielleicht wie so eine Art von Preppy-Look oder dergleichen, der nicht passend ist. Aber ich sage euch jetzt mal was. Das ist von uns eher in unserer Sprache ein Ausdruck davon, dass es etwas Besonderes ist. Denn es ist Teil auch eben unseres Lebens, so wie die Kleidung, die wir hier haben, Teil von unserem Leben ist oder unsere Haare so und so gemacht sind, so seid auch ihr Teil unseres Lebens. Würden wir uns anders kleiden, würde es fast eher heißen, wir sind gerade geistig in einer ganz anderen Welt. Ihr gehört gar nicht zu uns. Deswegen haben wir uns von euch versucht, nochmal abzuheben im Vergleich zu dem, was wir sonst tragen. Ja? Also wir versuchen eher zu sagen, gerade weil ihr zu uns gehört, kennt ihr uns ja schon so gut und ihr wisst ja, wie ihr damit umgehen könnt. Vereinfacht gesagt heißt das also, wenn wir die Kleidung haben, die wir immer haben oder Frisur so und so, dann ist ja für euch kein Wunder mehr. Dann heißt das ja, wir haben schon die freundschaftliche Beziehung, ja? Ihr werdet sie ja anders interpretieren. Aber was auch noch dazu kommt, selbst wenn man sagt, man muss sich auf Wunsch von dem Bräutigam oder von dem Casinobesitzer oder von dem Sponsor oder wie auch immer irgendwie galanter kleiden. Es gibt ja vielfältige Stile, also von der Ornamentik eines Wassily Kandinsky bei seinen Bildern, die man auch auf die Kleidung drucken könnte, über Spruch-T-Shirts, die liebe ich bis heute. Und ich hoffe, dass da vielleicht entweder ein Merchandising draus wird oder dass ich zumindest einige kaufen kann und mir das jetzt auch auf Dauer leiste. Ja. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass man einfärbige Dinge nimmt, nur halt vielleicht so von unterschiedlichen Helligkeiten oder Kontrasten her. Und jetzt sagt mir bitte, wieso ist das maximal, wenn überhaupt, den Damen vorbehalten mit ihren verschiedenen Kleiderfarben, wobei da auch wieder der Ausschnitt zählt und die Form der Schuhe zählt. Und wir Männer, wenn man mich jetzt überhaupt von außen als so diesen klassischen Mann sieht, denn ist es klar, dass das im ersten Moment nicht so wird, wir müssen immer dann so diese graumelierten, schwarzen, absolut monoton einförmigen Anzüge tragen, die keinen Menschen interessiert. Ich verstehe das wirklich nicht. Und dann noch vielleicht irgendwelche Fliegen oder Krawattenknoten, die sowieso gerade für mich so schwierig zu binden wären, wie eine Doktorarbeit zu schreiben. Ich verstehe das nicht. Das will wirklich in meinen Schädel einfach nicht hinein. Beziehungsweise das Grundkonzept verstehe ich natürlich. Man sagt, es ist was Besonderes. Klar. Aber man muss das ja nicht so einengen. Es gibt tausend Möglichkeiten, wie ich Muster und Farben kombinieren kann. Bei beiden Geschlechtern, bei allen Altersgruppen, ungeachtet dessen, wo ich bin. Der Ausschnitt von Kleidern bei Frauen muss ja auch nicht genau so gewählt sein, zum Beispiel, dass hier jetzt diese Fransen, also zum Beispiel sagen der untere Rand, ja, also der untere Rand zum Beispiel eines T-Shirts oder in dem Fall einer Bluse oder eines Kleids, ja, dann nennt man ja quasi, wenn ich jetzt nicht tatsächlich komplett behindert bin, die Fransen zum Beispiel. Die müssen ja nicht genau diese Dreiecksform haben, die müssen ja nicht so anliegen. Der Kragen zum Beispiel, der Hemdkragen, ja, den könnte man sogar doppelt machen, den könnte man einmal hier machen, einmal hier machen und dann vielleicht, so wie bei dieser Serie Futurama, die kennt ihr sicher, mit diesem Roboter Bender, da gibt es ja manchmal die Leute, die so diese Reifen haben, Reifenkragen auf den Schultern. Ja? Sowas könnte man sogar verbinden oder man könnte diese Kragen so ein bisschen weiter unterhalb machen, wo die Knöpfe beginnen. Oder ganz anders, Knöpfe weg. Ich mag die Knöpfe sowieso nicht, die liegen ein bisschen eng an auf der Haut. Ja? Wozu? Wozu? Ich verstehe es nicht. Das geht mir nicht in meinen Schädel rein. Seit 26 Jahren frage ich mich, warum? Ist das jetzt wirklich evolutionär bedingt, dass man sagt, weil Männer öfter die Rot-Grün-Blindheit erleiden, brauchen sie, damit sie sich untereinander verständigen können, wie Steinzeitmenschen mit einem Uga-Uga, brauchen sie immer schwarze Kleidung?
Und bei den Damen ist es seit jeher erwiesen, dass sie, weil sie so den Rundumblick haben, immer so viele Feindinnen fürchten, dass sie sich so und so kleiden müssen oder weil sie irgendwie auffälliger sein wollen, um etwas zu kompensieren. Ja, jetzt werden wieder Feministen kommen oder auch von der anderen Seite irgendwelche Machos, die das Gegenteil behaupten. Aber es scheint so, als könnte man tatsächlich sogar, ja, sogar psychologisch, ja, und auch gehirnphysiologisch darüber diskutieren, ja. Oder ist das einfach so, weil jetzt die große High Society, sprich diese Nouveau Riche, dann ab der Renaissance wirklich angefangen haben, die Pailletten langsam abzulegen, weil man sagte, das dürfen nur Könige und damit die Bürger sozusagen nicht ganz angeschwurfelt sind oder vollkommen zornig sind, haben sie einfach das kompensiert, indem sie immerhin noch da Knöpfe haben und dort Kragen und da ist es schwarz am Hemd. Bitte erklärt mir das, ich begreife es nicht. Und es ist auch nicht angenehm. Man hat weder die Möglichkeit, dass man sich damit ausdrückt, stilistisch oder farblich. Das gilt jetzt vor allem für die, die eben auch Nicht-Autisten sind, die oft so ein Verhalten nicht verstehen, wenn wir denselben Look haben, ja? Weil viele Kleidung kratzig für uns ist, weil viele Kleidung nervig für uns ist, weil viele Kleidung auch hier vor allem farblich für uns fraglich ist, oder von der Aussage her, ja? Wir haben weder die Möglichkeit, uns kreativ auszudrücken, ja? Oder bei den Frauen nur unter den und den Bedingungen, ja? Wir haben nicht die Möglichkeit, dass wir, was weiß ich, damit auch irgendeine andere Art von Botschaft ausrichten. Denn ihr müsst ja dazu bedenken, wer trägt solche Kleider oder solche Anzüge besonders oft? Ja? Und Kleider tragen auch Frauen meist nur bei Feiern von Betrieben, aber auch da tragen sie nicht unbedingt immer diese Reihenuniform. Sie haben auch oft einen Rock dabei zum Beispiel. Oder Krawatten sind so und so gebunden. Es gibt hier schon auch, und das ist teilweise positiv, teilweise aber wegen der Männerfarben, die es dann gibt, nicht ideal, ja, gibt es ja auch schon diese Unisex-Uniform, ja, die halt eben auch oft nur grau und grau sind, aber wir bleiben jetzt mal konkret bei dem Beispiel auch mit den Röcken, ja, die oftmals aber auch da kombiniert werden, ja, also so dieses Muster versus Farbe, ja. Es ist ja die Frage, wer trägt dabei normalerweise diese Dinge? Die Vorsitzenden von Banken, von Firmen, diejenigen, die in der Politik sind und vielleicht noch irgendwelche wichtigen Sponsoren. Leute, die vielleicht innerlich aufrecht sein könnten, also sehr, sehr wirklich galante, noble Menschen, aber die damit eher ausdrücken, wir sind wie der Einheitsbrei und wir sind vor allem wie die Leute, denen wir, und jetzt kommt der Punkt, vielleicht versteht ihr jetzt schon, worauf ich hinaus will, wir sind wie die Leute, denen man ankreidet, im Falle von Politikern oder Bankern, sie hätten diese negativen Eigenschaften, diese konkreten Ideen, wo man sowieso vielleicht dann im Hinterkopf, als ein einfacher Mensch oder vielleicht als ein Arbeiter, der dort ist, eher das Gefühl hat, ah ja, der hat die Krawatte so und so und so. Ihr werdet jetzt vielleicht sagen, Moment, dann kann man das ja gar nicht unterscheiden, wenn alle die gleiche Kleidung tragen. Vielleicht kenne ich den Herrn ja schon oder vielleicht ist ein Krawattenknoten anders. Also so diese klassischen Pariser Knoten oder ich weiß gar nicht mal, wie man sagt. Ich habe mich nie damit beschäftigen wollen. Und es gibt nicht viele Themen, mit denen ich mich nicht gern beschäftige, aber hier war es mir eh schon zu viel. Vielleicht kann man das da, vielleicht kann man es daran noch unterscheiden, ja. Aber das heißt, wir machen uns dann ja Gedanken, wieso soll ich mich so kleiden wie der? Ja, vielleicht beneide ich ihn natürlich vielleicht um ein, zwei bestimmte Kleidungsstücke wie eine Krawatte, du weißt, das kann vorkommen, aber allgemein schon, ich will mich nicht auf dessen Niveau herabbegeben. Er ist vielleicht in der Karriereleiter höher, aber von der Stilauswahl weiß ich es nicht. Selbst unter den Damen könnte es, und das kann auch eine Untergebene betreffen, das kann also auch eine betreffen, die in der Hierarchie darunter ist, könnte es erst recht zu diesem Streit kommen, wenn man wieder sagt, unter die Farbe ist so und so und so. Ja? Also ich sage jetzt eben, Moment mal, damit man mich nicht falsch versteht. Ich sage nicht, es ist falsch, dass Sie diese Farben haben oder diese Muster haben. Ganz und gar nicht. Das ist es eben nicht. Aber Sie machen es ja auch wieder nur aus dem falschen Grund, weil Sie gelehrt werden, es ist notwendig, dass man es tut, um so und so und so und so und so Aufmerksamkeit zu erlangen oder so und so und so und so Erfolg zu haben. Und das auch nur, wenn die Form von den Fransen so und so ist und da muss links das sein, rechts das sein. Vergesst das. Das ist absolut irreführend und hirnrissig. Und das ist auch nur ein Teil dieser ganzen sogenannten ungeschriebenen Gesetze. Ich sage ja nicht, dass man Menschen jetzt ins Gesicht niesen soll. Das sollte man auch vor Covid nicht. Ich sage nicht, dass man, so wie ich es leider wegen der Colitis oft erlebe, ihr könnt euch das sicher vorstellen, einfach gewissermaßen ganz laut seine Meinung kundtun soll. Ihr wisst schon, auf welche Art von Lautstärke ich raus will, ja. Aber wozu muss man denn dann immer sagen, Verbeugung hier, Kleidung so oder auch eben, man darf nicht vor dem Chef zu trinken anfangen, obwohl wahrscheinlich der dann sowieso der Erste ist, der unter dem Tisch liegt. Man darf nicht vor 12 Uhr essen oder auch auf Tischgebete, die per se eine clevere Idee sind. Gebete können sehr stark sein.
Aber welche Menschen machen das oft? Diejenigen, die sich einreden wollen, dass sie religiös sind, weil es die Familie gelehrt hat, weil es ihnen draußen gesagt wird, von Bekannten zum Beispiel. Das ist jetzt natürlich ein Beispiel, das vielleicht heute in der Moderne weniger zählt, außer vielleicht am Land, ja. Aber auch zum Beispiel, wenn es darum geht, sie haben dieses und jenes Gerät, weil sie das so erwarten, dass sie dann Anerkennung bekommen. Das sind all die Dinge, die vermischen sich permanent. Und das sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein, ja. Ja, also ich kann nicht akzeptieren, dass das einfach Dinge sind, die irgendwie so und so und so gemacht werden, weil natürlich dahinter etwas anderes steht. Und ich möchte euch jetzt also erklären, euch Nicht-Autisten, warum das oft bei uns so passiert. Ja, natürlich werden jetzt einige wieder sagen, da bin ich ja wirklich extrem paranoid, wofür muss ich mir da Sorgen machen? Aber es hat ja wirklich einen wahren Kern. Überlegt mal. Ich sage ja nicht jetzt, dass es überhaupt keinen Sinn hat, dass man jede Art von Regel hat, wenn es wirklich darum geht, dass man nicht despektierlich sein darf, also nicht jemanden wirklich auf die Zehen treten darf oder bespucken darf oder so etwas. Aber das sind ja Extremsituationen. Es kann auch sein, dass man vielleicht, wenn man wirklich in der Politik ist oder in der Bank sich auftritt, etwas staatsmännischer sein muss, wenn man die Hand geben muss, außer vielleicht in Covid-Zeiten, ja. Denn also mit dem Handgeben wird ja so und so und so notwendig gesehen. Es kann vielleicht sein, dass man nicht zerrissene Kleider haben darf. Und stinken sollte sie sowieso nicht oder schmutzig sein, das ist klar. Ja, aber was ich meine ist, stellt euch vor, ihr lernt zum Beispiel gleichgültig, ob als Mann oder Frau, oder wenn ihr euch vielleicht sogar als drittes Geschlecht seht oder hundertstes Geschlecht, es gibt ja fast schon zu viele Begriffe im Dschungel, da treffe ich leider wahrscheinlich nicht den richtigen Ton. Nehmt euch an, ihr lernt jetzt zum Beispiel, ihr habt euch jetzt nicht nur in puncto Kleidung so und so zu verhalten, sondern es gibt jetzt Stereotype für den und den Beruf, ja. Und es hat hier vielleicht noch einen etwas logischen Hintergrund, wenn man sagt, zum Beispiel, dass eher vielleicht jetzt das mathematische Denken tendenziell bei Männern erhöht sein kann. Daher findet man sie in naturwissenschaftlichen Berufen. Aber ich meine auch diese Logik, das muss dann immer wahr sein, ja? Oder man bewegt sich so und so auf der Straße, also auch von den Gesten her. Die sind vielleicht teilweise wirklich, ja, tatsächlich auch zerebral bei den unterschiedlichen Geschlechtern oder Altersgruppen vorgegeben. Also dass Kindern zum Beispiel danach gesagt wird, sie sind grobmotorisch beweglicher, weil sie wirklich oft herumhüpfen. Ja? Das mag schon sein, aber ihr lernt konkret, verbeugt euch so und so, macht genau jetzt um 12 Uhr erst das und das auf. Und das nicht nur in Hotelketten, sondern wenn ihr in der Tradition wart, und so habe ich mir den Zwang angewöhnt, dass um 12 Uhr gegessen wird, wird um 12 Uhr gegessen, das ist in der Gesellschaft erwünscht. Und sprecht am besten ein Tischgebet. Und im Fall als eine Familie, die das eher auch so im Deep South kennengelernt hat, wo man nicht weiß, ob gerade solche Waffenliebhaber wirklich katholisch sind, ja, oder irgendwie religiös sind, dann beginnt, dass dieses sogenannte freie Prinzip, das einem eigentlich etwas gibt, ja, ein einzuengen. Und ich sage das gerade, weil ich Traditionen und vor allem auch von Gewohnheit und Struktur wirklich sehr liebe. Aber ich liebe sie, weil ich daraus etwas Eigenes mache. Und vielleicht bin ich da sehr, sehr schroff. Vielleicht bin ich da sehr, sehr distanziert von anderen. Oder vielleicht bin ich auch so dieser Extremindividualist. Aber ihr habt das ja teilweise wirklich alle in euch. Es gibt Leute, die zum Beispiel gewissermaßen als, was weiß ich, sagen wir, hochrangige Leistungssportler jeden Tag genau bei ihrem Kalender eingetragen haben, 8:30 Uhr so und so viel Proteinriegel, dann das und das in der Kammer und vielleicht auch jetzt natürlich mit einem gewissen medizinischen Hintergrund, aber oft einfach nur, weil man es gewohnt ist. Die Manager haben sowieso immer einen bestimmten Plan, an den sie sich aber oft schon so gewohnt haben, dass sie gar nicht mehr wegkommen. Ja? Also da merkt ihr schon, dass die Gefahr sehr groß ist, dass es zwanghaft wird. Und zwar einerseits, weil ihr vielleicht jetzt durch das, was ihr in der Familie gelernt habt oder was ihr gelernt habt wie soll ich sagen, in der Gesellschaft, das und da, weil ihr das gewohnt wart, weil ihr daraus dann aber auch nicht euer eigenes gemacht habt, also zum Beispiel flexibel wart. Das müssen wieder Autisten lernen, dass sie flexibel sind. Ja? Ihr habt einfach gesagt, ich übernehme das, das ist eine gesellschaftliche Regel und aus. Da wird der Anzug nicht nur euren Körper einhängen, sondern euren Geist und eure Seele einvernehmen. Und jetzt stellt euch das mal 100 vor. Hier haben wir ja nur gehabt, euch selbst, eure individuellen Strukturen, wie als Leistungssportler oder als Künstler, wobei Künstler wahrscheinlich tendenziell eher wenig Wert auf Struktur legen. Das sind ja eher so diese Chaoten und das auch im positiven Sinne. Aber auch Manager zum Beispiel, das sind die, die vielleicht für sich selbst das machen. Oder sagen wir, für einen kleinen Stab eines Sportteams oder halt bei Managern von einer Art Bankberatungsgruppe. Was ist jetzt aber, wenn ihr in dieser Gesellschaft dann das Gefühl habt, es hat die Kirche befohlen, der Staat sagt, so wie in China und in Russland, ja, es muss so und so gehandelt werden.
Nur um das klarzustellen, ich bin jetzt nicht zwingend ein Michail Bakunin oder sonstige Form von Figur aus dem Anarchismus, aber bitte bedenkt doch mal das Folgende. Und eigentlich, und das ist ja der Punkt, bin ich ja selbst ein so strukturierter Mensch und ich sage das als jemand, der eben Ordnung auch theoretisch im Staatswesen als sehr sinnvoll sieht, aber überlegt euch das mal ganz gut. Wenn ihr einmal irgendeinen Wert oder irgendeine gesellschaftliche Regel verinnerlicht habt, und ich meine auch die, die immer als unveränderlich gilt, was man bei vielen sagt, dann werdet ihr euch das nie wieder abgewöhnen können. Also, liebe Leute, sagt nicht immer, wir sind zwanghaft oder zu sehr auf Struktur gelegen. Warum machen wir das alles und vor allem nach unserer eigenen Art, die so merkwürdig wirkt? Weil wir nicht unbedingt so werden wollen wie die Gesellschaft. Ich sage nicht wie ihr, ihr habt alle ein Potenzial. Und natürlich hat auch eine Gruppe eine unglaubliche Macht, aber dort kann man sich dann auch die Finger verbrennen. Wisst ihr? Ich sage ja nicht, es ist per se jetzt so gefährlich, dass man nur, weil man einen Anzug trägt, auf einmal wie so eine Art Mensch-Maschine endet, wie auf diesem Kraftwerk-Album-Cover. Nein, also das meine ich ja nicht. Aber rechnet euch all das zusammen. Das ist ja eine Verbindung aus all diesen ganzen Regelungen. Und auf Dauer ist das nicht zwingend sinnvoll. Wenn man sich vorstellt, man unterwirft sich quasi so diesen Konzepten einfach, weil man es gewohnt ist. Jahrhundertelang haben die Bauern immer um 12 gegessen am Lande. Vielleicht machen sie es teilweise bis heute noch. Die Kirche hatte sowieso sogar nach dem Mittelalter noch Macht, vor allem auch in den ländlichen Regionen, wo man einfach auch so diesen göttlichen Beistand brauche. Auch oft nur als ein Bild, dass so etwas zu kurz gegriffen war. Ja? Und was weiß ich, man sagt halt, die Familie hat dann immer so streng erzogen, hat einem schon als Kind diese Anzüge angezogen. Ich habe das bei der Kommunion gemacht, ich habe es damals schon nicht unbedingt so gern gehabt. Ich habe es bei der Matura gemacht, das bereue ich bis heute, dass ich den Anzug an hatte. Oder was weiß ich, man sagt, man muss immer unbedingt, was weiß ich, auch die Serviette so und so falten. Das mache ich vielleicht, ja, weil ich zum Beispiel mal gelesen habe, in der Schatzkammer zum Beispiel von Kaiser Franz Josef gibt es eine Serviette, die ist so und so gefaltet. Dann mache ich das mal ein bisschen künstlerisch oder was weiß ich. Also ihr wisst schon, so wie eine Mischung aus Makramee und Origami. Das ist sicher clever, wenn ihr es könnt. Also wenn ihr eine Serviette so und so falten könnt. Oder wenn ihr wisst, wie ein Anzug am besten aussieht, wenn er schwarz ist. Aber ich verwende hier die Konditionalform. Ich sage, wenn. Aber lasst euch das nicht aufzwingen. Das will ich damit sagen. Vielleicht könnt ihr das von uns Autisten oder auch einfach nur unangepassten Idealisten und Revoluzern lernen. Und Idealismus, wie gesagt, muss nicht zwingend politisch sein oder sich auch nicht direkt spoilen an der Ordnung oder Struktur, die man selbst wünscht. Sowohl im Privatleben als auch in der Gesellschaft wünscht. Die Frage ist ja nur das Wie, nicht das Ob. Ja? Und was ich jetzt auch noch einmal den Autisten sagen möchte, denn sonst wirklich vielleicht wirklich wie ein Revolutionär, so nach diesem Prinzip, liebe Autisten aller Länder, vereinigt euch. Nein, nein, so muss das ja gar nicht sein. Aber eine Sache muss ich schon sagen, es kann leider nicht immer verhindert werden, dass ihr gewisse Kompromisse werdet eingehen müssen. Es kann vorkommen, dass ihr vielleicht jetzt in Situationen kommt, die jetzt nicht in dem Moment unbedingt zu unterbinden sind. Stellt euch wirklich vor, es geht darum, dass ihr kurzzeitig zu einer Feier müsst und das heißt, es ist dort das Motto, so und so die Party. Also sagt ihr so wie die Stormtroopers. Vielleicht wirkt ihr dann wirklich nur so in ein Kostüm gezwängt, aber ihr habt ja vielleicht immer noch eigene Symbole drauf oder was. Oder selbst wenn ihr mal einen schwarzen Anzug trägt, ihr könnt ja sagen, das ist eine der wenigen Situationen. Ihr könnt ja vielleicht mit eurer Körpersprache etwas eher Untypischeres machen und so weiter. Ja? Vielleicht ist das manchmal auch das Problem, dass dann auch Politiker wie Trump oder manche Bankiers sowieso so unangepasst wirken, wenn man ihnen beim Reden zuhört oder bei den Bewegungen. Und dass eben gerade deswegen dieser merkwürdige Kontrast zu so etwas Edlem ist wie im Anzug oder einer Krawatte. Aber auf der anderen Seite macht ihr wenigstens was draus. Also das heißt, versucht nicht den Menschen dafür direkt die Schuld zu geben, dass sie so denken wie ihr. Sie haben ja wiederum den Vorteil, dass sie damit leichter leben, weil ihr Gehirn wieder so funktioniert. Es ist nicht immer zu verhindern. Wichtig ist, unbedingt vermeiden, auszurasten. Da ist keinem geholfen. Vor allem jetzt, man kann natürlich jetzt, und das kann auch ich nicht immer verhindern, versuchen, dass man etwas mehr aufdreht oder bestimmter wirkt. Wenn man ihm wirklich sagt, Moment, das juckt mich zum Beispiel, also der Anzug, oder ich muss ja nicht andauernd so und so mich bewegen. Sogar bei Covid geht das oft zu weit. Wenn ich jetzt meine Schildmaske abnehme, um eine neue Brille anzuprobieren, und ich habe nur die Schienmaske, dann heißt es auch sofort, und jetzt die Maske aufsetzen, dass ich so und so weit weggehe, dann sagt man auch hier schon manchmal, obwohl das einen medizinischen Hintergrund hat, das geht zu weit. Wenn jetzt euch dann jemand sagt, weil es einfach unhöflich wirkt, oder wenn man sagt, dann geht man nicht über die Schwelle, ihr könnt ja theoretisch bestimmt reagieren, wenn ihr wisst, dass ihr respektvoll seid und wenn ihr wisst, es hat wirklich jetzt nicht nur den Grund, dass ihr per se trotzen wollt, denn bitte versprecht mir zumindest, dass ihr nicht per se einfach Nein sagt, weil ihr es nicht mögt. Man muss ja manchmal auch dadurch. Aber selbst dann müsst ihr ja nicht gleich zu brüllen anfangen
oder mit Dingen schmeißen soll. Ich gehe auch nicht davon aus, dass das die Mehrheit tut, aber es gibt solche Fälle, ja. Oder es gibt zumindest Fälle, wo man das gerne täte. Nimm doch hier wieder die Strategien, die ich vorhin angesprochen habe. Bleibt ruhig, dann wird es schon gehen. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass ich zumindest ein paar Strategien auch erklären konnte für eigentlich beide Seiten. Es gibt eigentlich unendlich so viele Szenarien, quasi wie es Farben in der Optik gibt oder Typenuniversen. Das ändert sich natürlich nicht. Aber so kann man es zumindest genauer spezifizieren. Danke fürs Zuhören. Vielleicht habt ihr ja auch eigene Erfahrungen, die ihr mit mir teilen wollt. Es gibt natürlich auch Selbsthilfegruppen, beispielsweise die Autistenhilfe, die operiert auch nicht nur in Österreich. Es gibt dementsprechende Vereine auch in Deutschland. Vielleicht könnt ihr hier auch einmal nachfragen, sowohl als Betroffene als auch als Angehörige, also auch als Familienmitglied. Und damit könnt ihr auch weitere Strategien entwickeln. Bis bald. Ich hoffe, dass ihr hiermit ein leichteres Leben haben werdet. So sei es.